Herzlich willkommen hier zurück wieder auf meinem Channel, hallo Freunde der Sonne. So, weiter geht's mit, Moment, wir müssen leiser machen hier, im Hintergrund ist da was am Laufen. Ja, weiter geht's hier im Text mit Skyforce Part 2. Und zwar habe ich euch doch erzählt im ersten Part, wie es da so aussieht, zwecks Aufgabenbewältigung und so weiter und so fort. Und mit der Charaktereinstellung, das habe ich euch denn halt zum Schluss des ersten Partes am Schluss, glaube ich, wissen lassen, dass man halt hier einen Charakter erstellen kann. Das und wie ich meinen Charakter erstellt habe, das zeige ich euch gleich hier. Zuvor muss ich aber noch ein bisschen was machen. Das heißt, ich habe mal ein bisschen so geguckt nach meinem Charakter, wie hier zum Beispiel gesehen. Man kann halt hier seinen Charakter aufrufen, was man halt für einen Fortschritt hat, sprich, was man für Eigenschaften besitzt, was man für Fähigkeiten hat. Das könnt ihr dort alles erfahren, indem ihr einfach mal auf euer Profil dann halt dementsprechend geht. Ihr könnt das während des Spiels aufrufen, um zu sehen, wie sieht das aus, wenn ihr diesen Charakter erstellt habt, was ihr damit machen könnt und so weiter und so fort. So, hier müssen wir aber erstmal noch was machen, bevor wir halt zum Hauptgrund dieses Videos kommen, sprich dieses Video soll heißen Charaktererstellung. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal hier noch ein bisschen was machen. Und das könnt ihr euch ja hier mal ein bisschen durchlesen, was der Freak hier so sagt und so. Und ja, dann schauen wir einfach mal. Da das Video an sich 21 Minuten geht, versuche ich nicht desto trotz diese Videos, die ich hier mache, etwas kürzer zu halten. Sprich, die sollten schon, sage ich mal, gut, wenn sie 20 Minuten gehen sollen, denke ich mal, für solch ein Let's Play-Video ist diese Zeit auch, ja, wenn es, sage ich mal, 15 Minuten geht, ist es gut, geht es 20 Minuten, naja, mein Gott, dann geht es auch 20 Minuten, ist ja nun auch nicht so lange. Denke mal, für ein Let's Play-Video ist es ausreichend. Und ja, wir teleportieren uns doch einfach mal jetzt hier mal weiter und werden halt dementsprechend jetzt dorthin gewarbt, sage ich mal, wo wir, ja, denke ich mal, diese Charaktereinstellung höchstwahrscheinlich jetzt machen können. Ich weiß das gar nicht mehr so. Ich glaube, das war bei denen hier. Da kann man hier jetzt irgendwie doch seinen Charakter erstellen. Und das werden wir auch hier machen. Ja, das werden wir hier auch machen. Und wie das geht, das zeige ich euch denn jetzt gleich. So. Ja, gut, der schwabelt hier, der Flavius schwabelt natürlich hier seine Runde ab. Und nichtdestotrotz werde ich höchstwahrscheinlich gleich hier was machen können. So, was ist das hier jetzt für eine Nummer hier? Hier habe ich schon wieder was aufgerufen hier, was ich schon wieder was ja nicht weiß, so was ich ja nicht weiß oder so. Ist denn das der Lichtdings da? Ja, das ist natürlich die Sache, wenn man halt so ein Spiel anfängt, dass man nicht so weiß, wo steckt man drin, was kann man jetzt hier machen. Aber ich fummel mich halt hier so durch, um die deutsche Sprache ist natürlich eins der schwierigsten Sprachen, die es gibt auf der Welt. Und wenn man diese Sprache nicht so beherrscht, dann kommt ab und zu mal ein bisschen Zeugs raus, was man ja selber nicht versteht. Ja? Also wenn ich mir mal so zuhören würde, ja, gut, ab und zu geht's, aber nicht immer. Ist auch real. Ich habe hier einfach mal ein bisschen so mal geguckt hier, was kann ich machen. Nichts wurde freigeschaltet, dementsprechend konnte ich mir natürlich auch mit nichts ausrüsten. Hier war was gewesen. Ja, wenn ihr das anklickt, dann könnt ihr auch lesen, was für eine Bedeutung das hat, ja. Ja, wie gesagt, man kann da nichts auswählen, wenn halt noch nichts freigeschaltet ist, ja. Klar kann man hier mal sehen, hier rechte Maustaste, linke Maustaste, für was das halt gut ist. Aber naja, gut, müsst ihr denn dementsprechend selber herausfinden, was später denn halt für euch gut ist, was für Eigenschaften ihr besitzen wollt, wo ihr eure Eigenschaften dementsprechend noch weiterhin ausbauen möchtet. Das könnt ihr alle machen, wie ihr wollt.
Und ja, hier bin ich schon wieder hier drin. Keine Ahnung, warum ich jetzt schon wieder hier drin bin. Vielleicht bin ich gerne hier drin. Weiß ich nicht. Kann sein. Muss nicht sein. Ja, nicht alles muss sein, was ist oder so. Gut. Ja, okay Leute, weiter hier im Text. Ich denke mal, jetzt wird es mal Zeit, sich der Klasse zuzuwenden. Wir fangen einfach jetzt mal gleich an mit unserer Charakterherstellung, sprich mit dem Aussehen, wie man sein Aussehen verändern kann. Ja, man kann es verändern, indem man ganz einfach mal sich im Gesicht verändert, eine lange Nase zieht, keine Ahnung und was weiß ich. Das können wir uns gleich gemeinsam anschauen und wie ich das so sehe, passiert es gerade jetzt. Wähle deinen Charakter. Wir wählen einfach mal einen Charakter. Klar, dass ich natürlich von vornherein einen wählen möchte, der irgendwie doch vom Aussehen zu mir passt. Sagen wir mal so, mehr oder weniger. Also jetzt zum Beispiel jetzt ihm hier, ja, diese keine Ahnung, Schlipsdreher, weiß ich nicht, bin ich nicht, Zieg und ja, so ein Zeug, also dementsprechend brauche ich mir auch so einen Charakter nicht erstellen. Ja. Der hier sieht nicht schlecht aus, ist ein Bulliertyp und ja, muskulös wie ich. Ja, ich bin muskulös, Leute. Ja, ist so. Ja, da könnt ihr lachen, da könnt ihr schmunzeln, da könnt ihr grinen. Keine Ahnung. Aber ich bin muskulös. Ja, mit meinen 55 Jahren. Die ich irgendwann mal werde in 20 Jahren. Was? So, wir erstellen hier einfach mal ein bisschen Schulter, klar, logisch, ein bisschen breiter. Wie sehe ich aus? Naja, für den einen ist, wenn halt 2-3 Kilo mehr dran sind, natürlich was cool, hat man mal zum Anfassen, will das die Frauen sagen, einfach mal so, ja. Oder was weiß ich, ja. Ist ja umgedreht genauso, ja. Wenn eine Frau da dran ist, ist es natürlich schön, ja. Ja. In diesem Sinne, ja. Geht's weiter. Gut. Kommen wir mal hier weiter. Körpermerkmale. Was kann man da machen? Ja. Haben wir ja gesehen. Man kann die Masse verändern. Man kann Schultermassen kann man halt in die Höhe oder in die Breite ziehen. Das kann man natürlich auch machen. Ja. Jeder kann es ja, machen, wie er denkt, ja. Kommen wir mal hier, was kann man hier machen? Den Kopf kann man größer stellen. Ja, was kann man hier machen? Kann man hier bissige seine Hände haben, größer machen, kleiner machen? Kann man alles machen, ja? Ja, was kann man hier machen? Ja? Arsch kann man. Ach du Scheiße. Was kann man hier machen? Gut, kann man oben machen. Meine Fresse, Alter. Ja, nun guck mal, tschakka tschakka, Alter, Junge, Alter. Junge, du bist ja Judik, sehr gut aus, Junge, Alter. Ja, was ist hier? Kann man Kopf, ja? Meine Haare, Gesicht, keine Ahnung, was macht man, was mache ich? Hm? Warum habe ich denn jetzt ein anderes Gesicht, als wie ich vorher hatte? Ist auch nicht so schlimm. Gut, geht ja jetzt nur allgemein um die Haare. Haare kurz lassen. Zurzeit habe ich so mittelkurze Haare, kann man sagen. Ja, liegt nicht an der Schulter an, kann ich auch sagen. Ist so. Und so weiter und so fort. Früher hatte ich mal eine Mecke gehabt. Ja, früher war ich mal ein bisschen jünger. In meiner Schulzeit, sprich Jugendzeit. Hatte ich lange Haare gehabt, die teilweise auch bis zur Schulter gingen, Leute. Ich habe gelocktes Haar gehabt. Ja, heute kann man die suchen. Man wird keine finden. Also locken wird man nicht mal finden. Ja, aus dem Alter bin ich raus. So, was mache ich denn noch? Haarfarbe. Ja, ich stehe eigentlich mehr oder weniger, habe ich ja auch selber braune Haare. Ja, nicht desto trotz gucke ich mir hier mal ein bisschen so mal an, wie die Farben hier so wirken auf den Schädel hier. Und wenn ihr das mal so zwischendurch mal ein bisschen quietschen hört, ja, das ist dieser blöde Stuhl. Ich sitze hier auf dem richtigen Computerstuhl drauf. Ja, der quietscht hier was Zeug hält, so ein Müll. Naja, gut, weiter im Text. Kann man hier noch machen? Hautfarbe. Bin so eher dieser dunkle Typ. Also ich sage mal so, wenn ich in der Sonne hier, werde ich auch ziemlich schnell braun. Das heißt, also von daher bin ich so ein dunkler Typ, ja. Man hat mich auch früher mal verwechselt mit einem ja, ausländischen ja, Bürger, sag ich mal. Ja. Weil ich hatte früher auch mal einen Schnauzer gehabt. Dunkel, bräune von der Sonne und Schnauzer, gemischt mit braunen Ohren, die ich ja auch habe. Kommt raus, genau, ein ausländischer Bürger. Seht irgendwo aus den südlichen Gefilden. Ja. Wollte ich nur mal so mal ein bisschen so nebenbei erwähnen. Die Nase, ja. Je größer die Nase, umso kleiner das Gehirn. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hab mir einfach mal nicht bei gedacht. Ja.
gucke mir das auch weiter mal so an, hier, weil ich überhaupt die Macht habe. Hier, halt da, ich mache da, ich mache da, da zieht er das da mal eine Länge und da mal eine Größe. Kiefer, wie ist der Kiefer? Ja, Leute, kann er groß, kann er runter, kann er wesentlich nicht. Schmollmann brauchen wir nicht, ja. Immer lustig sein, das ist die Hauptsache. Und ja, eigentlich ist ja schon soweit fast alles fertig, was das Gesichtfigur anbelangt. Ja. Kinngröße, ja, das Kinn braucht auch nicht so spitz sein, sieht gerne aus wie ein tapferes Schneiderlein, ja, muss auch nicht sein. Kommen wir mal zum Stil, Leute. Kleidung, was nehmen wir da? Nehmen wir eine Rüstung, das sieht aus wie ein Fallschirmspringer, nehmen wir das aus wie ein Klon, das sieht nicht schlecht aus, kann man da vielleicht eine andere Farbe nehmen. Ja, ich denke mal, das sieht schon mal nicht so schlecht aus und, na, das lassen wir mal sein. Gucken wir mal auf das hier zurück, das sieht nämlich ganz gut aus und ich denke mal, das wird doch so lassen. Gehen wir mal den Jacket mal eine andere Farbe. Goldene Farbe wäre natürlich cool, wa? Das ist natürlich gut. Naja, ist doch okay. Ohrringe, Leute, Ohrringe, ja. Hatte früher auch selber mal einen Ohrring, ja. Hier so ein kleines Ding hier, keine Ahnung, was das war. Aber war alles mal Geschichte. Ja? Das war alles mal, ist nicht mehr. Wie gesagt, keine langen Haare mehr, ja. Kein Ohrring mehr, kein Schnauzer mehr. Ja, bin erwachsen geworden, Leute. Prost Kaffee. So, als Kopfbedeckung habe ich mir so gedacht, nehme ich das da. Also das, was ihr jetzt hier seht. Nicht das, sondern das da. Falls es ja mal Regen gibt oder so, dachte ich mir einfach mal, gut, nimmst du das da. Ja? Oder wenn es schneit, kannst du das da nehmen. So, was nehme ich noch? Maske. Maske ist natürlich auch hier diesen Mundschutz-Dings da. Ne? Sieht richtig toll aus. Ich bin so ein richtig extremer Typ, auch sag ich mal so. Und ich liebe alles, was nicht gut, alles, was nicht gut aussieht, sieht für mich gut aus. Ach Quatsch, so geht's. Nee, Tattoo nehme ich natürlich auch, wa? Klar, logisch. Hab ja selber ein Tattoo auf der linken Schulter. Ja. Was denn ist, wenn jetzt jemand interessiert, was ich für ein Tattoo habe, schreibt in der Kommentarleiste rein. Ja, Micha, was hast du für ein Tattoo? Und ich sage euch das. Ansonsten nichts, ja. Kriegt er nichts raus. Lassen wir eine Torte jetzt hier, was ich jetzt hier habe, sieht gut aus. Stimme, ja, weiß ich nicht. Rennen werde ich ein bisschen schneller machen, werde mich ein bisschen leichter machen. Beziehungsweise, wenn man leichter ist, rennt man dementsprechend auch ein bisschen schneller. Ist man schwerfällig, logisch, rennt man ein bisschen langsamer. Die Haltung, ja, lässig, cool. War nicht so protzig, ja, nicht so aggressiv, vor allen Dingen auch nicht richtig cool sein, war. Lässig wirken, Stimme, ja, machen wir sie hoch. Hören wir uns an wie, ja, keine Ahnung, mit Rotköpfchen, in der Pubertät, ja, muss nicht sein, mache ich nicht. Mittelstand ist okay, lassen wir hier den Mittelstand und dann geht das schon. So, weiter am Text. Als Name habe ich mir gedacht, passt auf, Leute. Was nimm wir? Überlegt natürlich, ja. Hab etwas überlegt, weil ja man hat ja den Namen denn doch eine ganze Weile da. Und ja, schreibe ich mir einfach mal auf Micha. Ja, sehr gegrüßt Micha, steht ja dann auch da. Herzlich willkommen auf Alien. Und als Hintername nehmen wir Willi. Im Endeffekt heiße ich Micha Willi. Wer Willi ist, Leute, das brauche ich euch ja nicht so erzählen. Aber ich denke mal, er hat es verdient, auch bei mir hier in den Videos bei zu sein. Wie ich das im Endeffekt jetzt ausbaue, ob denn auch mal eine Facecam mit Willi hier, weiß ich nicht, kann ich euch jetzt ja nicht sagen. Wie gesagt, ist das hier einfach mal so ein kleines Projekt, was am Start ist, wo ich den halt eigentlich nur mal ein bisschen zocken möchte, um euch hier mal auch mal so ein Spiel mal ein bisschen näher zu bringen. Ja, vielleicht kann man das ja auch eine längere Zeit spielen, weil zurzeit nervt mich das, die Geschichte mit Call of Duty StarCraft 2, macht mir zurzeit überhaupt kein Fun, zumal Call of Duty, ja, man weiß auch ja nicht mehr, ist das ein fairer Spieler, der da jetzt mitspielt, ist das ein Cheater? Also ich weiß nicht, ich habe darauf auch echt, ihr sagt, auch keine Lust mehr. Ja, von daher habe ich mir dann so überlegt, jetzt machst du einfach mal was anderes. Ja, und die Geschichte mit Skyforce, denke ich mal, könnte eine langwierige Geschichte werden, die ich spiele. Kann auch eine langwierige Sache werden in Form von Videos, die ich euch präsentiere. Muss natürlich auch überlegen, ob ich euch im Nachhinein da auch noch ein bisschen was über verschiedene Themen denn halt erzählen werde oder ob ich mich ganz dem Let's Play widme. Heißt, was für Aufgaben ich da machen muss, das, was ich euch dann dementsprechend erzähle und so.
Hierbei zum Beispiel hier, wie der Trainingsparcours abläuft und was weiß ich nicht alles, das kann ich euch natürlich dann irgendwann mal, ja, weiß ich nicht, bin ich noch am überlegen, was ich da für ein Format auftreiben werde. Wie gesagt, lasst euch einfach mal in Zukunft überraschen, ja, und schauen wir einfach mal, ja. So, hier haben wir natürlich den Trainingsparcours, was man halt machen muss, um halt seine Fähigkeiten hier, sprich seine kämpferischen Fähigkeiten ein bisschen zu testen, wie welche Tasten man dann nimmt. Ich muss auch noch mal dazu sagen, im Nachhinein, nach dem, was ich denn hier erspielt habe, konnte man in den Optionen reingehen, um doch seine Steuerung doch noch ein bisschen, ja, auszubauen. Das heißt, ich habe dann halt mal verschiedene Tasten belegt mit verschiedenen Sachen, mit verschiedenen Optionen, die man dann halt dementsprechend in dem Spiel machen kann. Sprich hier Fähigkeiten auf 1, 2, 3 oder keine Ahnung, irgendwie was anderes. Hat man natürlich auf diese Tastatur rauf gemacht, ein bisschen was verändert. Und ja, das werde ich nachher mal sehen, wie es wirkt denn halt im anschließenden Spiel, was ich denn halt mal mache. Und ja, ansonsten, Leute, muss ich mal dazu sagen, wie gesagt, von der Grafik her und alle drum und dran, ich hatte mich ja da auch schon mal mit euch drüber unterhalten, von der Grafik her finde ich das Spiel an sich ganz gut. Gut, jetzt ist es hier natürlich ein Trainingsparcours, ja. Ist natürlich, ja, nicht so viel zu sehen, außer wie halt ein Trainingsgelände, das drumherum, ja, weiß ich nicht, was das da ist. Ja, man kann ja auch nicht so viel sehen und, ja, aber ich wollte es euch einfach mal so zeigen, dass man halt hier auch einen Trainingsparcours bestehen muss, um halt dementsprechend dann auch weiterzukommen. Ich habe hier einfach mal mir gedacht, gut, jetzt gehst du einfach mal hier raus, weil das, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich war da schon mal drin und das dauerte mir einfach mal ein bisschen zu lange, ja. Ist natürlich auch so, man weiß ja nun nicht, was man da auch denn noch machen müssen. Ja, ich schaute mir dann halt hier nochmal ein bisschen um, wusste eigentlich gar nicht so ganz genau, na Mensch, was muss ich denn jetzt hier machen? Und entweder halt nicht so richtig zugehört oder halt nicht so richtig gelesen, was mir da halt irgendwie gesagt wurde, also das, was mir gesagt wurde, ob das, naja, ist ja, ihr wisst schon, ja, ist natürlich immer so eine Sache, war, ja. Und die, da waren wir auch schon mal hier, war, die sieht aus wie Rihanna oder Rihanna, wie man sagt, war, ja, naja, ist nicht mein Fall, stehe auf was, naja, ihr wisst schon. So, was labert die denn schon wieder? Die Form deines Kiefers, blablabla. Da waren wir ja vorhin schon mal. Du kannst immer wieder zu der links zurück, zu einer gewissen Person, zu der Quinta, um deinen Charakter etwas zu verbessern oder dementsprechend dein Aussehen zu verändern. Ja? Das kannst du machen. Und ja, ich hatte ja hier schon mal das Spiel gehabt. Demnach brauche ich hier nichts mehr zu machen. Ja? So. Nichtsdestotrotz, das sind Wörter, die ja, die gerne nehme. Ja? Meine Sprache braucht mir drin. Alles bei mir im Duden drin. Also nur Wörter. Ich habe Wörter, die einfach mal, ja, irgendwann mal eben, naja, nicht nerven, aber irgendwie mal, weiß ich nicht. Man, auch wenn man schreibt mal irgendwie sowas irgendwie in so eine Foren oder so oder auf Facebook oder keine Ahnung wo, und dann benutzt man immer tolle Wörter, die schön sind. Zwinker, zwinker. Ja, gut, hier ist ein Portal. Da habe ich dann halt dementsprechend mal versucht reinzukommen. Aber im Nachhinein habe ich mir überlegt, irgendwas stimmt hier nicht. Musste dann halt wieder zurück ins Trainingsparcours-Dingens da, um halt einfach mal die Aufgabe, die dort zu bestehen war, zu gewährleisten. Nichtsdestotrotz hat es hier aber geklappt und bin dann halt ganz einfach mal davon geflogen. Wo ich hingeflogen bin, Leute. Ja, das werden wir mal gleich mal sehen. Schauen wir mal. Warten wir mal kurz, wo wir hier landen. Ja, könntet ihr mal was werden hier, wa? Da, Shift und A, keine Ahnung, da braucht nichts machen. So, wir sind dann hier gelandet. Und ich denke mal, schauen wir uns das hier jetzt nochmal an. Und wenn das jetzt
vorbei ist. Ich denke mal, dann lassen wir das jetzt auch sein mit dem Video. Ich denke mal, 20 Minuten ist eine gute Zeit, die ich hier absolviert habe. Ich habe euch gezeigt, wie ein Charakter zu erstellen ist. Ich habe euch gezeigt, wie ich meinen Charakter erstellt habe. Und in diesem Sinne, Leute, möchte ich mich schon mal bei euch bedanken, dass ihr wirklich diese Zeit habt, um euch das Thema anzugucken. Und ich hoffe doch, wir sehen uns bald wieder. Und ja, in diesem Sinne sage ich mal, wenn jetzt mal diese Frequenz hier weg ist, ja, verabschiede ich mich. Habt ihr noch einen schönen Tag und denkt daran, Leute, jetzt demnächst kommt wieder Ich und Willi Video, ja. Das ist ein Projekt, das mal weiter, weil es einfach mal geil ist, weil Willi, der wartet ja auch schon, ja. Und ja, denke mal, in diesem Sinne, habt euch wohl und bis dahin, ciao, euer Micha.